So, also was gerade eben auf der anderen Seite geradezu erstaunlich phänomenal gut funktioniert hat, ist ja quasi Hering mit Folie umwickeln und Folie wie oben auch mit Schnur festbinden. Dass ich ja diesen Haken jetzt da dran gemacht habe, ist dann, ja, muss man sagen, umso besser. Dann hebt das nämlich wirklich ganz hervorragend, habe ich den Eindruck. Lassen wir das noch ein bisschen weiter. Also das habe ich auf der anderen Seite, wie gesagt, gerade eben Praxis erprobt. Und das ist jetzt der zweite Versuch, den ich mich dann traue, euch vorzuführen. Also die Schnur dient jetzt wirklich bloß dazu, die Folie am Hering zu befestigen. Der Hering spannt dann die Folie von alleine. Also ich muss da nichts mehr noch groß abspannen. Das ist wirklich bloß, wie gesagt, Befestigung der Folie am Hering. So, und das kommt entsprechend in den Boden. Ja, soweit sieht das jetzt aus. Notfalls würde das so vielleicht sogar schon gehen, aber ich will jetzt natürlich meine beiden Stangen noch abspannen. Und da ich doof bin, habe ich eben gedacht, ich brauche nur zwei Heringe. Ne, brauche ich nicht. Ich brauche natürlich vier, weil ich muss ja die Schnüre entsprechend auch noch in den Boden kriegen und habe hier keinen Baum, an den ich sie dran binden könnte oder ähnliches. Also machen wir noch mal zwei. Tja, und das passiert einem dann, wenn man Reißfestigkeit seiner Folie gewöhnt ist. Habt es jetzt zu sehr spannen wollen und das ist das Resultat. Aber dürfte nicht allzu dramatisch sein, dann muss ich halt den Pfosten da noch ein bisschen weiter reinmachen. Dann habe ich ein kleines bisschen weniger Wetterschutz, aber ich hoffe, das geht dann trotzdem noch. Müsste noch nicht allzu dramatisch sein. Aber das weiß ich dann für nächstes Mal. Spannen ganz vorsichtig und nicht besonders straff. So, Dach steht. Das sollte eigentlich, na, wo ist er? Da ist er. Funktionieren. Hat mich jetzt allerdings doch schon wieder einiges an Zeit gekostet. Das bin ich nicht gewohnt, dass ich es eilig haben muss im Wald. Ich habe jetzt hier nochmal ein kleines Extra-Stückchen dahin gesteckt und den anderen da zur Beschwerung draufgelegt, den großen, damit mir das nicht ganz so, ja, nach innen durchhängt. Das gibt dann diese V-Form. Ich denke, das ist relativ angenehm. Sollte das hier nicht halten, wenn es anfängt zu winden oder so, dann ist auch egal, dann fliegt trotzdem nicht alles zusammen. Dann hängt es halt innen nur ein bisschen mehr durch. Das ist mir dann aber auch egal. Zumal ich ja in diesem Alu-Sack da auch drin liege. Der gibt ja auch nochmal einen zusätzlichen Schutz vor Wetter. Okay, was ich jetzt natürlich noch brauche, ist eine Bodenisolierung. Und zwar nicht zu knapp. Sprich, ich darf da jetzt massenhaft Zeug noch drunter schmeißen. Es ist 7:15. Ich investiere jetzt dafür mal noch eine halbe Stunde und dann hoffe ich, dass ich so gegen 8 zurück am Feuerplatz bin und dann da loslegen kann mit Brennholz sammeln. Ah komm, scheiß drauf. Halt 9 am Feuer, an der Feuerstelle. Ist auch noch früh genug. Ich muss ja nicht um 10 schlafen gehen oder so Späße. Deswegen, ja. Dunkel wird's, also so richtig dunkel, dass man nichts mehr sieht ohne Lampe. Schätzungsweise um 10. Hier im relativ dichten Wald, in dem ich mich befinde, ja gut, 9:30. Da wird man dann schon relativ schnell was Lampenmäßiges brauchen. Allerdings im Steinbruch bin ich ja unter freiem Himmel und kann da vielleicht noch ein bisschen länger werkeln. Ich habe mir auch so einigermaßen gemerkt, wo hier meine Unterkunft zu finden ist und gehe davon aus, dass durch die Alufolie, Rettungsdecke, das Ding ganz gut reflektieren wird. Aber was ich jetzt halt echt machen muss, ist da jetzt richtig ordentlich Polstermaterial drunter hauen. Viele Leute legen sich ja auch noch Stöcke rein, aber mit Stöcken fange ich nicht an. Ich lege mir da jetzt ein ordentliches Polster mit allem möglichen, was ich am Polstermaterial hier finden kann, an. Und damit lege ich jetzt los und zwar Pover.
So, grundsätzlich gilt, wenn man denkt, es könnte reichen, dann nochmal die Menge verdoppeln. Na, im Kopfbereich, also rechts, sieht es jetzt gut aus. Jetzt hole ich nochmal so einen Strauß für die Füße und dann ist gut. So. Und wenige Sekunden später, also für euch, nicht für mich, habe ich den Rest zusammen. So, jetzt ein bisschen verteilen. So ein Farnbett riecht im Übrigen gar nicht so übel. Man muss nur ein bisschen gucken, wenn man die Stiele alle an der gleichen Stelle hat, ist die Stelle natürlich ein bisschen ungemütlich. Ich würde also jetzt fast doch Kopf eher in dem Bereich. Aber jetzt mache ich mal Probe liegen. Lasse ich die Kamera mal laufen. Das wird jetzt halt eine etwas eigenartige, Ben versucht sich da halbwegs hinzulegen, Szene. Dafür muss er erstmal seinen großartigen, ja, Alufolien-Schlafsack auspacken. Zu schnell darf man das auch nicht machen, sonst ist nämlich ein Loch drin. Ja, also ich muss sagen, so von der Polsterung her ist ganz okay. Also so rein vom Liegekomfort. Vielleicht muss ich mir dann heute Nacht noch ein bisschen was umschichten, dass ich in dem Bereich, wo wirklich Körpergewicht liegt, das Zeug noch ein bisschen dichter habe. Und dass die Füße unten rausgucken, ist sehr wohl Absicht. Das ist mal klar, ich passe da halt nicht ganz runter. Wenn es so richtig schüttet, werde ich vielleicht ein bisschen die Beine einziehen und mich in Seitenlage hinlegen. Das werdet ihr dann nicht sehen, weil dann ist es dunkel. deshalb habe ich gedacht, ich mache mir jetzt mal einen kleinen Probelieger. Und ja, im Moment ist mir natürlich warm wie Bolle, das ist klar. Könnt mir aber schon vorstellen, dass es auf dem Boden dann doch auf dem Laufe der Nacht ein klein wenig kalt werden wird. Trotz meiner tollen Farnisolation hier. Aber es ist ehrlich gesagt wirklich ganz weich und gemütlich. Oder ich hole mir halt echt noch ein Büschel für den Brückenbereich, jetzt nachdem ich das ein bisschen platt gelegen habe. Jetzt sagt halt mal was, Mensch. Ja, ich hole mir noch ein Paket. Oh nein, ich verliere Ausrüstung. Also eine große Hilfe seid ihr mir nicht. Echt nicht. Nee. Die Bodenisolation haut einen jetzt echt nicht vom Hocker. Andererseits finde ich auch keinen Farn mehr und habe auch keine Zeit mehr. Wir merken uns also für ein weiteres eventuelles Survival-Szenario. Bisschen mehr Zeit zum Lagerbau einplanen, beziehungsweise einfach früher anfangen. Ich habe ja erst um 14 Uhr losgelegt.
So gesehen bin ich, glaube ich, eigentlich ganz gut, dass ich ja doch nicht so viel Zeit hatte. Aber jetzt werde ich zurück zum Feuerplatz marschieren. Ich nehme noch irgendwo einen Stock. Stock. Ja, der tut's. Und schmeiß den auf meinen Schlafsack. In der Hoffnung, dass der dann nachher noch da ist. Und los geht's. Wenn ich übrigens auf dem Rückweg nicht mehr weiß, wo mein Lager ist, und dann habe ich als tolle Orientierungshilfe die hilfreiche Technik, dass ich nur nach abgeschnittenem Farn suchen muss. Und schon weiß ich wieder, wo mein Lagerplatz gewesen ist. Nee, ich bin zwischen zwei Holzstößen hier in den Wald reingelaufen, die am Wege sind. Und die werde ich hoffentlich wieder finden. Besagte zwei Holzstöße. Und wenn ich zwischen denen quasi im rechten Winkel zum Weg, einigermaßen rechten Winkel zum Weg, in den Wald stapfe, sollte ich das Lager wieder finden. Und am Weg sind wir jetzt. Da, wo die Böschung relativ steil ist. Das kann man sich auch ganz gut merken. Ja, hey. Ist ja richtig schönes Wetter gerade. Wow, ist den ganzen Tag bewölkt gewesen. Guck mal, blauer Himmel. Ja, das versaut einem natürlich den Rest vom Bild. Ich mache jetzt Strecke und halte mich nicht noch groß mit Filmen auf, sonst wird das hier nichts mehr. So, dala, ich habe jetzt auch wieder meine Ausrüstung zusammen, also auch der nicht vorhandene Rucksack und Proviant und vor allen Dingen, das hatte ich nämlich auch hier gelassen, mein Wasser. Und jetzt muss ich erstmal was trinken. Also anders als wenn man da diesen Beutel dran hat, der da standardmäßig dran gehört, was ja auch eine Option gewesen wäre natürlich. Also das muss jetzt nicht so eine Flasche sein, aber ja. Klar, wenn sie leer ist, kann man sie nicht zusammen machen, aber die hat ja so eine Nierenform und kann dadurch halt wirklich gut in so einer Seitentasche, so einer Beintasche getragen werden. Allerdings ist es schon ein bisschen anstrengend, das Nuckeln. Mit dem Standardbeutel kann man das halt einfach durchdrücken und gut ist. Und das Problem ist, man kann es sich einigermaßen vielleicht erahnen, da geht halt auch, ich sag, auch die Luft raus. Das heißt, man muss das Teil zwischendurch mal aufschrauben, damit Luft wieder reingeht und man wirklich nennenswert weiter trinken kann. Ja gut, aber man muss das ja nicht auf Ex trinken, man kann ja langsam trinken. So viel Zeit hat man ja für gewöhnlich. Es sei denn, man legt mit dem ganzen Mist halt ein bisschen spät los. So wie meine Person. So, wir haben hier eine Tasse und in der wird gekocht. Was ich jetzt noch garnischt habe, ist ein Löffel. Aber da ich auch nicht wirklich großartig noch Zeit habe, mir jetzt wirklich nennenswert noch einen Löffel zu schnitzen, glaube ich, ich mache das dann so. In der Hoffnung, dass das dann einigermaßen auch funktioniert und erfahrungsgemäß das tut es, weil das Produkt aus Milchwürfel und Weizenwürfel schon je nach Wasserzugabe relativ flüssig ist. Ich brauche jetzt gerade noch ein paar Minütchen zum hier sitzen. Es ist schon immer, also selbst wenn das jetzt so eine, ja, im Prinzip lächerlich ungefährliche Situation ist, wie der, die, in der ich mich jetzt befinde, ist es schon trotzdem immer so ein bisschen was für die Psyche. Also wenn ihr das mal ausprobiert, probiert das mal aus, werdet ihr schon merken, ja, und das ist wirklich ein Unterschied, ein richtig großer, ob man jetzt eine Ausrüstung hat, bei der man sich sicher ist, naja, das funktioniert, kein Problem.
Oder ja, sowas notdürftig zusammengeschustertes wie mein tolles Rettungsdecken. Ja, wie nennt man das? Lean-to-Schalter, mehr oder weniger. Ja. Und da ich mir ziemlich sicher bin, dass mein Fahren immer noch nicht reicht von der Menge her, könnte das durchaus auch ein wenig kalt werden. Problem ist halt eben auch das Wetter der letzten Zeit, dass der Boden wirklich gut durchgeweicht ist. Also überall bis in alle Tiefen wunderbar durchgefeuchtet. Und feuchter Boden leitet Wärme ganz hervorragend im Gegensatz zu trockenem Boden. Der isoliert recht gut. Das soll heißen, die Körperwärme wird wunderbar weggeleitet vom Körper nach unten in den Boden. Der Farn ist natürlich auch nicht super, super ultra trocken. Allein schon das Pflanzenmaterial an sich enthält natürlich Wasser. Vielleicht hätte ich mir doch noch einen Lattenrost drunter hauen sollen. Ich muss auch gestehen, dass ich noch wenig Erfahrung habe eben mit so einem Matratzenbau. Habe ich auch noch nicht so oft gemacht, weil das Maß an Ausrüstung habe ich halt für gewöhnlich schon dabei, dass ich zumindest eine ganz dünne Isomatte habe. Allein schon eine ganz dünne Isomatte ist halt immerhin verdammt nochmal eine Isomatte. Das hilft schon gleich viel mehr als ein halber Meter fahren. Und man freut sich auf so eine Nacht dann halt nicht besonders, wenn man sowas Ähnliches schon erlebt hat. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Also so richtig, richtig gerne leide ich halt nicht. Aber nichtsdestotrotz werde ich jetzt gucken, dass ich hier noch irgendwas zum Brennen bringe. Dann schaue ich mal, dass ich vielleicht noch einen kleinen Fackelstock irgendwie organisiert bekomme. Je nachdem, aber ich glaube, ich habe dafür nicht genügend großflächige Birkenrinde. Ich habe jetzt wirklich nur das kleine Zeug zum Feuer machen gesammelt. Und dann muss ich die Mission mit der Fackel wohl vielleicht eben aufgeben. Also, ach ja. Also macht mir schon Spaß, so ist das jetzt nicht. Doch, doch, durchaus. Aber man fühlt sich halt doch psychisch einfach wohler, wenn man da nicht so ein fragiles Rettungsdeckenteil hat, sondern eine gute Baumarktplane und eine Isomatte. Keine Ahnung, was für Temperaturen hat. Also tagsüber hat es mal so 16, 18, irgendwie so zwischen 16 und 18 Grad hier bei uns. Und nachts wird das doch erheblich weniger. Und wenn man dann da wirklich blöd auf dem Boden liegt und dann auch noch unten auch noch auskühlt, dann kann das schon wirklich empfindlich kalt werden. Aber schauen wir mal. Und deswegen, für solche Fälle, ist ja vorgesehen in meinem Szenario, dass es noch das Backup-Bündel, die Backup-Wurst oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, gibt. Ich setze übrigens gerade drauf. Die man dann notfalls zu Hilfe nehmen kann. Aber das möchte ich dann doch halt irgendwie ganz gerne vermeiden. Lässt mein Stolz nicht ganz zu. Andererseits, wenn man dann halt mal merkt, dass es nicht so richtig klappt und nicht so klappt, wie man sich das vorgestellt hat, dann muss man halt eben mehr trainieren. Dann mache ich das halt demnächst nochmal in einem ähnlichen Szenario unter ja, gleiche Bedingungen geht ja nicht. Kann man ja nicht nochmal dasselbe Wetter bestellen. Vielleicht nochmal an einem anderen Ort, wo ich mich wieder nicht wirklich gut auskenne. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Aber noch ist das Ganze ja nicht vorbei. Und ich habe jetzt wirklich ein gutes Portionchen Birkenrinde zusammen. Also das reicht auf jeden Fall fürs Feuer. Das müsste schon mit ganz seltsamen Dingen zugehen, wenn ich damit kein Feuer zustande bringen würde. Und ich habe ja auch noch Harz. Hui. Ja, aber ich glaube, für eine Fackel eignet die sich nicht wirklich gut, weil das halt wirklich nur dieses feine Material ist. Dafür hätte man halt echt von einem Totenbaum so richtig eine dicke Rindenschicht runternehmen müssen. Das wäre als Fackelmaterial dann doch erheblich besser gewesen. Das hier brennt arg heiß und sehr schnell und ist dann weg. Das Harz könnte man natürlich jetzt noch schmelzen, wenn man dafür seine Tasse dreckig machen wollte oder ein alternatives Gefäß hätte. Und dann zum Beispiel auf irgendeinen Stofflumpen, den man um einen Stock wickelt,
drüber kippen. Dann gibt es wirklich wie so eine Wachswackel. Das wäre natürlich schön, aber habe ich nicht. Stofflumpen. So, aber das Harz ist noch da. Also, und das Fellknäuel. Aber da frage ich mich wirklich, was ist das? Vielleicht doch kein Nickel. Das sind aber relativ lange Haare. Rätsel in der Finsternis.